Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Punch Club mit euch, Manu. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid alle gesund und gefräsig. Ja, in der letzten Frage habe ich euch darum gebeten, mir zu sagen, welche Storyline ihr gerne hätte gesehen, ob gut oder böse. Eine Antwort habe ich bekommen. Ich soll richtig Playoffs. Das heisst, wir gehen richtig Playoffs. Playoffs ist einfach ein bisschen schade, dass wir erst verdienen, wenn wir sie ausgeschieden. Das heisst, es wird ein bisschen Problem geben. Aber easy peasy. Wir gehen jetzt zum Mick. Wir müssen ein Geld sparen. Das heißt, wir melden uns jetzt mal hier an nach Playas. In zwei Tagen. Gut. Das heißt, wir gehen zum Roy. Zu Fuß. Wer hat auch das, was mit Bier saufen mit? Trini Ren. Was? Was hat jetzt er sein Auto sich gekauft? What the heck, man? Ich hab das geflickt, ich muss wieder eine halbe Stunde auf dem Ding rumhämmern. Oh mein Gott. Ja, ja. Alter Latz, man. Ah, oh, es hat schon gelangt. Jetzt müssen wir wieder herhaken, ein Bier halft. Ja, ich habe den ganzen Tag verloren, du Heilatonner. Ja, ich habe jetzt angekehrt, bis du geht nicht mehr. Roy, was machst du mit mir? So, darf ich jetzt mit dir trainieren? Oh, endlich. Heil am Donner. So. Mögi Bude. Mit Bus. Wir müssen ein bisschen Zeit aufholen. So, können wir uns immer noch zwei Fleisch holen. Nice, nice, nice. Okay. Ich glaube, das erste machen wir hier. Dass wir Geschicklichkeit darauf acht haben. Ich hätte schon so um die 8 können behalten können. Oh, noch ein bisschen. Nice. Jetzt habe ich gelangt für 8, aber macht auch nichts. Und push noch ein bisschen, push again. Jetzt hast du jetzt eine Ausdauer für die Nacht einmal gesaved auf 10. So. Gehen wir noch ein bisschen Boxing. Ja, ich muss den Ausdauer noch auf 13 aufbringen für den nächsten. Das ist ein bisschen übernächst, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe Zeit. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen hier. Ja, das wird noch hart. Hart, hart, hart. Heute ist Kampf. Ja, heute ist Fight. Das heisst, wir trainieren noch ein bisschen. Ja, ich muss da wieder auf 8 kommen. Geschicklichkeit. Ich hoffe, das reicht. Komm, noch ein. Nice. Noch wieder. So, jetzt hat er nämlich Hunger. Das heisst, wir gehen jetzt noch. Oh, komm. Nach Hause, das reicht. Wollte ich was essen? Schwupps, schwupps. Noch hier ein bisschen Juggerlin. Das trainieren wir noch hier. Bis der Fight ist. Und noch ein bisschen.
Alles klar, noch ein bisschen Wing Chun. Das zählt schon sehr wenig, das ist schon krass. So, das ist ein Kündchen. Jetzt ist gut. Ja, aus der Geschicklichkeit haben wir alles gesaved. Okay. Viertelfinale. Ruby, 12 Ausdauer. Oh, das hat noch Hard Up Rocken. Was hat er da für Vorteile? Hey, hey. Was? Er kann. Was? Keine Verteidigungstalent oder gegen einen Angriff verwenden. Blocken oder ausweichen. Okay. Oh. Das wird lustig. Trommelschlag, Stirnschlag. Ja, da braucht mehr Ausdauer, dann lassen wir sein. Genuss des Kopfes. Nice, okay, probieren wir das. Oh, wow. Hey, du, gerade heute die 100 Abzacken, macht die auch noch etwas? Hard as shit. Ja, also. Ey. Hey, hard as shit. Wir werden wieder keine Chance haben. Ja. Das ist Gott. Ja. Der hat. Ja, was jetzt? Aber wisst ihr was? Ich muss Geld haben. Das funktioniert so nicht. Jetzt hoffen wir uns hier nicht verletzen. Ja, 14, wie aus wie. Das ist wieder ein. Auch den verlieren wir. Oh, komm, mach etwas. Ich muss jetzt auch die Beine fahren, weil ja, bis ich da in den Playoffs einigermaßen gut bin, dass ich dort weiterkomme. Ja. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm, was self. Oder Game Rocker, wie du dich heute nennst. Gruß von meiner Seite übrigens. Also, dass das so deutlich ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wirklich nicht. Aber nice. Hat 200 Bucks gegeben. Nice Scheiß. So, das heisst. Ein zusätzliches Talent. Kaching. So, da müssen wir auf 13 auf. Jetzt heisst es Ausdauer Trainee Ren. Aber wir gehen zuerst in den Supermarkt. Naja, kommst du gleich. Gehen wir halt zu Fuß. Es hat mir auch noch einen Kollegen gesagt, falls jemand von euch die ganze Story bei mir zuschaut oder ein Spiel selber hat und euch das nervt, dass man jedes Mal, wenn man reinkommt, das Team einfach ein Kompliment macht. Ganz am Anfang, eines der ersten Mal, wo man zu ihm reinkommt, steht der Gegner da. Wo man gefragt wird, ob man den kaputt hacken oder ob man es lassen. Laufe ich dort einfach davon. Dann sagt er, der kommt immer noch genau gleich rein, aber er sagt, scheint's. Der Rest vom Story nicht mehr zu euch. Also ich glaube, das nächste Mal, wenn ich das probiere, hilf ich ihm auch nicht mehr. So, komm. So, jetzt füllen wir hier den Kühlschrank. So. Da auch noch ein bisschen. Nice. Jetzt sehen wir immer noch. Nice. Das heisst. Ja, nach Hause. Mit Essen. Mag der lange 3? Was nicht? 4? Immer noch nicht. 5. So.
Dann wieder ab zum Roy. Und ich saufe eine Flasche Bier. Wer hat auch jetzt wieder mich um seine Karre kümmern? Das ist unglaublich. Jetzt musst du schon jedes Mal. Ja, so verlierst du die Zeit. Wenn du jedes Mal noch wieder auf dem Teil rumhämmern musst und wieder ein Bier saufen mit, dann kannst du es ganz gut lassen. Dann kannst du ganz gut alleine trainieren. Jetzt muss ich noch saufen eine von den Bier. Der wird noch zum Alkoholiker hier in diesem Spiel. Zum Glück muss ich daheim nicht mal ein Bier saufen, im Game ein Bier trinken. Das ist auch noch ein lustiges Trinkspiel. So komm. Dann verlierst du einen halben Tag. Ob sich das wirklich lohnt? Ich frage mich wirklich langsam. Oh, jetzt habe ich einen halben Tag verloren. Ja, noch. Okay, Bude mit Bus. 10 Bags. Okay, okay. Das heisst, wir gehen als erstes. Geschicklichkeit darauf acht. Ein bisschen schneller. Jetzt sind wir das gerade durch, was er reklamiert hat. So. Das könnte unter Umständen länger, für das wir es nachts safen. Aber mal schauen. Und für längst für sonst nicht. Aber Kraft nicht. Die Kraft reicht nicht. Cool. Ah, die Frauen sind immer noch am Säckeln. Da kommt ein bisschen mehr da. Nice. Ah, ist das zuerst gerade. Zuerst gerade joggen. Dann kann sich das nämlich erladen, bis wir daheim sind. Aha. Und da muss ich auf 13 auf. Jetzt gut, zum Glück steigt der recht schnell. Ich glaube, dann gehen wir noch ein bisschen hüpfen das Seil. Oder Boxsack, Boxsack. Ja, die Playoffs da. Ja, schon habe ich es alleine fertig gespielt. Bei den Playoffs habe ich nie geschafft, ich habe den anderen Weg genommen. Das ist mir dann mit der Zeit ein bisschen zu doof geworden, ehrlich gesagt. Aber halt einfach auch, weil man nichts verdient. Es wird extrem schwierig, da irgendwie etwas was zu machen. Okay, wieder nach Hause. Es reicht zu Fuss. Ist nicht so weit. Was essen? Zwei Energy Drinks nehmen wir auch jetzt. Dann können wir hier noch ein bisschen durchziehen. Da ist heute. Dann machen wir den und dann gehen wir uns anmelden für die Playoffs. Ein bisschen stemmende Muskel. Ich bin froh, wenn wir in der Story ein bisschen weiter sind. Auch hier, dass wir über die Nacht safen können, das wäre wichtig. Jö, das steigt ja fast nichts. Jö, ist das herzig. Aber wenn wir vor allem mit der Buff haben und die Ausdauer auf 13 können sichern. Dann können wir uns auf die anderen zwei Sachen konzentrieren. Dann push noch ein bisschen. Also wird hart, auf 13 zu bringen. Meistens auf 11 Wett hinein gern.
Jetzt machen wir noch dort weiter. Nein, wir wechseln jetzt zum Liegenstütz. Ich hoffe, ich kann es dann noch abbrechen. Nice. Okay. Ultimate Fight. Wow. 12, 6, 8. Ja, unser Kaliber. Was hat er da für Talent? Er hat die Wahrscheinlichkeit, dass du Angriffe vorgleich abwehrst. Erhöht deinen Energieverbrauch. Mal gucken. Ah, ja, klar, ich habe noch das Talent mehr. Die Farce vergessen. Was nehmen wir denn da? Hard Block. Das ist natürlich geil. Was habe ich da? Angriff überspringen. Was ist das? Reduziert erlittenen Schaden, verbraucht mehr Energie. Nope. Kinnhaken. Ich brauche auch extrem viel Ausdauer. Wirklich Schaden machen sie nicht. Ich glaube, ich tue den Hard Block tue ich noch rein. Ich glaube, ich tue den Block. 20% Schaden bekommt er. I take it. Fight! Also, der Härte. Der harte Fight. Aber er hat schon keine Energie mehr, nice. Hört down! Aber ich power noch 100, das ist ein Burner. Ja, der wird nicht gross. Oh, wird er sich noch wehren? Oh, 42er, wow! Jetzt habe ich gar nicht geachtet, hat er schon mal... Nice. Wieder 200 Stutz. Nice, nice, nice. Okay, jetzt gehen wir zum Mick. Wow, 5 Steinbus. So, hm. Wir schauen, ob wir für Playoffs anmelden. Nice. Okay, das heisst in 3 Tagen. Nein, 2. Okay, 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 okay. Supermarkt. Boah, gerade drüber auch. Ja, seht mal nicht. Kaffee und Rocket. So. Okay, okay. Nach Hause. Zu Fuß. Was ist denn? Lange echt die 2 Energies. Nope. Soll ich jetzt in die Mokibude? Soll ich dann wieder die Karre flicken, Bier saufen, einen halben Tag verloren? Ja, das ist schon neu, ja. Weil ich dann nicht jedes Mal noch müssen auf das Teil hinholen, hey, und Donner. Sind schon irgendetwas gegeben. Du jetzt direkt das Bier saufen mit. So. Ich wollte jedes Mal noch Bier trinken. Nice. Cool. Mokibude. Mit Bus. That's right. Ah, jetzt haben wir schon 69 auf der Seite. Okay. Also. Ich glaube als erstes. Da. Ah, ich hoffe, wir kommen heute Playoffs weiter. Da heil und dann. Playoffs sind hart. Nice. Ist der Kampf verloren, hä? Ja. Ah, immer noch ein bisschen Zeit zum Trainieren. Jetzt gehen wir noch ein bisschen Sandsack. Komm.
Mal wieder darüber alles verloren. Da. Einen halben Tag hilft er noch trainieren. Nice. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen Seil gehüpft. Ja, ist fertig. Ah, müssen die Zeit im Auge behalten. Ja, jetzt darf ich da hier auf das Teil hauen. Dann reklamiert er schon wieder. Oh, Mann. Jetzt haben wir gerade von hier gefeiert. Nein, ich gehe noch heim. Ich gehe nach Hause. Mit Bus. Sparende Zeit. Essen Fleisch. Okay. Ein bisschen juggeln. Oh, das ist der Wichtigste. Den müssen wir auf 13 haben. Ist nächstens so weit, dass wir das Teil kaufen können. Und noch ein bisschen säckeln. Ja. Okay. Machen wir wieder Playoffs. Wow, 11-4-9. Dann hat er gut geblockt. Das wird wieder nicht in der Lage schneien. Jetzt hat er wirklich so den Combo hergeschrissen. Nice. Ja, es gibt wirklich Schaden, wenn wir blocken. 8, nice. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahrscheinlich, wenn ich überrascht. Aber Geld gibt es gleich keinen. Komm, hau noch. Nice. Wir haben mal gewonnen. Geht es nicht. Nix. Nada. Wann ist der nächste Kampf? In 3 Tagen. Ich glaube, das reicht mit dem, was wir daheim haben. He? Okay. Wieder nach Hause. Ein bisschen trainieren. Sagt der UFC-Fight da? Ja, nein, wenn ich mich verliere, bin ich im Arsch. Nein. Lassen wir es sein. Aber ich glaube, die Energy Drinks gar nicht so aus. Ja, wir können immer noch essen. Das ist gut. Okay. Jetzt ein bisschen Sterhi. Man muss auch von das 12 gesaved, das ist über die Nacht. Ja, jetzt safe ich die zwei Nummern noch und konzentriere mich auf Ausdauer. Komm, noch ein bisschen. Nice. Ja, jetzt frage ich mich, ob ich die 66 Stutz schon sparen und kann schlafen. Oder ob ich wieder so in Energies investieren. Das ist hier die Frage. Aber ich glaube, das finden wir erst in der nächsten Folge raus. Ich hoffe, es hat noch gefallen. Dann machen wir hier ein kleines Folgepäuschen. Wenn es euch gefallen wäre, freue ich mich. Doch ein Daumen hoch und vielleicht einen Kommentar in die Anlage und nächstes Mal wieder einschalten. Ich würde sagen, merci fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal.